Und, einen brauche ich nochmal. Komm bitte. Braucht die 100. Boah, so viel Geld. Jetzt bin ich endlich mal über 1000, ey. Mein Gott. Ach, wieso fehlt der mir denn jetzt schon wieder? Boah, boah. Egal, komm. Rinder. Oh, noch der letzte. Ich kann durch das ganze Level noch durchrennen. Egal. Nice. Ja, komm her. Kleine Rolli. So. Jetzt war der ganz am Ende nur. Ich hab ihn einfach nur übersehen. Ja, komm, Scheiße. Komm, mach das Ding auf. Ich brauch das Teil für den einen. So eine Geldverschwendung ist, ne? Also wenn man bedenkt, wie oft ich jetzt hier diese Vögel eingesetzt habe, ne? Ich habe bestimmt 2000 Tacken ausgegeben. Also, das kann ich mir... Ach, leck mich doch. Das kann ich mir richtig vorstellen, ne? 2000 Tacken. Und wenn ich die hätte, dann wäre, glaube ich, auch das mit dem Gacha-Automaten auch nicht so das Riesenproblem. Ich meine, es ist auch kein großes Problem, 2000... Tacken hier ranzusammeln. Uiuiui. War mit dem einen Level der verlorenen Galaxie, mit dem letzten. Da haben wir auf jeden Fall mal gut was gekriegt. So, ja, komm. Ja, fein. Komm, das auch mal eben kurz holen. Oh, guck mal, jetzt war nämlich die Münze nämlich auch wieder, Silber. So, geben wir dein Hühnchen her. Achso, ich hab das mal gar nicht, okay. Ja, vor mir ist am Anfang, können wir ja wahrscheinlich wirklich einfach durchrennen. Jetzt gäbe es keinen Morgen mehr. So. Und Alter! Uiuiuiuiuiui. So, mein Glöckchen ist tot. Du schießt einmal kurz, danke. Und kriege ich denn keine München von euch? Fußköpfe. So. Also, was hatte ich vor? 1100 paar zerquetschte irgendwas, ne? Hätte ich mich schon gerne dann auch wieder zurückbekommen, ne? Das wäre nett. Also mindestens das. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie so einen großen Zeitaufwand machen, dass ich dann irgendwie hier aufs Bäumchen gehe, da aufs Bäumchen gehe und keine Ahnung was. Und dann halt feststellen. Alter! Die Bäumchen mag ich allerdings schon gerne. dass ich mir jetzt irgendwie so einen krassen Zeitaufwand nochmal mache, um halt an drei zusätzliche Münzen zu kommen. Das macht dann wiederum keinen Sinn. Und hier zum Beispiel da unten den Scheiß würde ich mir vielleicht sogar sparen. Auch wenn es eigentlich einige Münzen wert wäre. Ach egal, Hauptsache ich kriege jetzt erstmal das letzte Viech. Ups. Auch knapp wiederum. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Grüße. Danke. Ach, sind wir schon hier, guck mal. Uiuiui, okay. So. Alles kaputt war. Hier war doch die Schatztruhe, ne? Weil die. Genau, das Kästchen hier. Perfekt. Wollen wir immer mal mitnehmen. Okay, stopp. Ah, hat funktioniert. Hat auch sehr gut funktioniert. Ich bin überrascht, tatsächlich. So. Perfekt. Der Vogel ist noch ruhig. Das ist gut. Ach, Raketen. Ja, Raketen. Kommt her. Kommt her. Danke, danke, danke. Pschungs. Pschungs. Na komm, jetzt haben wir die 1-1 auch zusammen. So muss es sein. Hier habe ich, glaube ich, jetzt auch noch nichts zu befürchten. Oder zu hoffen, dass ich jetzt hier was finde, meine ich. Es muss wirklich ziemlich weit am Ende sein, ne? Wie ist es am Ziel? Dann... Okay, ich meine, ich habe ja keinen Münzenverlust. Weil ich das Level dann ja auch nicht neu gemacht hätte, wenn ich zuerst gesehen hätte, sondern nur einen Zeitverlust. Und ich glaube, wir haben mehr als 200 auf jeden Fall bekommen. Das brauche ich einfach immer für meine Befriedigung, keine Ahnung. Da komm. Die beiden können wir uns dann mal holen, weil es sind ja schon mal ein paar dann ja auch gemacht. Wisst ihr? Und den Extra-Moped ist jetzt auch kein Riesen. Zeitaufwand gewesen. Ah, genauso wie das. Das holen wir uns auch auf jeden Fall. Huiuiui.
Das war so gottverdammt knapp. Ich dachte, ich wäre tot. Ganz ehrlich, ich habe echt gedacht, ich wäre tot. Eieiei. So. Oh, wie schnell es auch gehen kann, ne? Fertig hier. Schön zu klumpern. Weißt du, wie die ganzen Fragmente einfach in der Luft rumschweben. So, und ich denke mal hier irgendwo. Maybe. Aha, 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 stimmt. Das ist ja auch schnell gemachtes Geld im Endeffekt. Uiuiui, okay. So. Zack. Dankeschön. Ui. Aha, aha, aha. Ja. Jetzt habe ich es sogar einfach gesehen, ne? Ich hätte mir die 200 Attacken tatsächlich sparen können. Hier stehen bleiben! Penner. Oh, noch Platz. Ich glaube, du bist auch 5 Uhr her oder so. Nicht nur 3, oder? Ich gebe mir gar keine Münzen mehr. Was ist das für ein Scheiß? So. Fertig. Zack. Tada! Und damit wäre auch das zweite Level erfolgreich beendet für heute. Schön. Ist jetzt noch nicht so produktiv, ne? Weil ich. Wann habe ich angefangen? 20 vor 11 Uhr. Jetzt haben wir schon 10 nach 11, beziehungsweise Viertel nach fast. 11.13 Uhr. Ah, egal. Egal. Bis wir das schaffen wollen, auf jeden Fall noch. Große Preisfrage ist halt, gibt es jetzt hier noch ein Bonuslevel oder nicht? Weil hier habe ich bisher echt wenig gesehen, ne? Also zumindest vom Gefühl her. Weil irgendwie gab es in den anderen Leveln, irgendwie nach jedem Hauptlevel, was ich geschafft habe, da kam dann irgendwie was immer hier durch den Weltraum geflogen. Aber gut, das scheint es hier nicht der Fall zu sein. Ja, komm, machen wir den Boss fertig. Also wir versuchen es und ich hoffe, oh, ich hoffe auch wieder so, der Vogel ist, ey. Oh, nicht wie bei Astrobot Rescue Mission. Da hätte ich mal gar keinen Gast drauf, wirklich nicht. Man war okay, ne, hat man auch geschafft, aber es sieht verdammt danach aus. Der hat so lange gedauert, ne. Das Schlimmste war in der ganzen Geschichte eigentlich die Herausforderung, dass man einfach nicht getroffen werden durfte. Eine Kugel werden wir hier. Aha. Aha. Komm. Okay, das wär's natürlich. Ich warte hier nur mal ein bisschen. Schade. Also für all die, die jetzt nicht wissen, was ich jetzt hier getan habe, hier mit meinem Versuch, vielleicht irgendwie eine Trophäe und irgendwann extra freizuschalten. Bei Dark Souls war es, glaube ich, so, ne? Dark Souls 1 und beim zweiten Teil. Wenn man da in der, ich nenne es mal, in der Hub-World ist. Ich habe die ganzen Namen leider vergessen, es tut mir leid, ne? Und alle Dark Souls-Fans werden mich jetzt hassen. Na, wenn man da, ich sag mal, in der Hub-World ist, da findet man auch ein Nest. Und wenn man sich dann quasi in dem Nest zusammenkauert, denkt der Nestinhaber, Mama Vogel, wie man es auch immer nennen möchte, ja, das wird quasi irgendwie, weiß ich, ein Eisen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall holt uns die Kugel, der Vogel dann ab und bringt uns dann in einen Anfangsbereich, ne? Den man zu dem Zeitpunkt, also ganz am Anfang halt, ja, okay, es gibt wahrscheinlich die theoretische Chance, es zu schaffen. Aber das ist halt sonst auf jeden Fall richtig, richtig schwer. Und, ja. Ich habe gehofft, dass jetzt hier etwas Ähnliches passiert. Aber nein, war nicht der Fall. Das ist eine zeitlich gesteuerte Geschichte? Nein. Okay. Hallo? Ich mag das voll irgendwie mit, also ich finde das voll befriedigend, also generell hier sind die meisten Handlungen wirklich befriedigend, muss ich sagen, bei dem Spiel. Aber so dieses Mutter von der Schraube drehen finde ich voll gut. So. Ah, okay, der Vogel sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus, ne? Oder? Ah, okay, ja, es ist auf jeden Fall ein anderer Kampf, danke. Man muss nicht so viel rumrennen. Wow, 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 wow. Okay, das kannte der aber damals auch schon bei Rescue Mission. Hast du mich getroffen? Okay. Ach so, als Kugel? Ah, alles klar. Verstanden. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll.
Ah, okay. Perfekt. Das war jetzt schon. Hab ich mir schon Schaden gemacht? Okay, die Kugelfähigkeit hatten wir bei Astrobot West gemischt natürlich noch nicht. Jetzt bin ich aber richtig im Arsch, oder? Ach so, okay. Entschuldigung. Jetzt reiche ich jetzt, was ich hier tun muss. Ah, okay. Man muss ja erstmal ein bisschen verstehen, wie es hier funktionieren soll, ne? Da, man muss auch auf seinen Kopf drauf, okay, krass. Aha. Bums! Ah, okay, das ist, glaube ich, der eigentliche Schaden, den ich ihm zufüge. In Ordnung. Und die Etage tiefer geht jetzt. Okay, der Bosskampf ist ganz nice, der gefällt mir. Okay, die gab es auf jeden Fall auch bei Astrobot Rescue Mission. Wie gesagt, wenn ihr Astrobot mögt und eine VR1 habt, und wenn nicht, dann kauft euch eigentlich nicht ein bisschen teuer, glaube ich. Dann holt ihr auf jeden Fall auch Astrobot Rescue Mission. Weil es gibt ja so viele Parallelen. Also jetzt nicht. Das ist nicht so viel geklaut, wie ich am Anfang gedacht habe. Los. Okay, ja, komm, lass dich da treffen. Ups. So. Okay, fuck. Ist ja ganz schön knapp, du. Ach, fuck, der geht einmal hin und zurück, okay. So. Ups. Und Nummer 2. Ui, Gott. Das Problem ist, ich darf nur noch einmal getroffen werden. Das ist nämlich Geschichte. Und ich muss wahrscheinlich auch nur noch einmal treffen. Die meinten, beiden Male, die ich getroffen worden bin, waren halt doof. Ich meine, erstmal wusste ich es einfach nicht besser. Also, entschuldige ich zumindest den ersten Treffer, aber der zweite war einfach doof. Scheiße! Okay, das war's. Ich darf von vorne beginnen. Schalalalalala. Oder? Ja, okay. Ist auch in Ordnung. Ist in Ordnung. Hab ich verdient. Bums. So. Mal direkt rüber hier. Was zum Teufel? Alter, nur weil so ein fucking Fragment noch am Start war, oder was? Alter, leck mich doch am Arsch. Oh, doof, echt, ey. Nach vorne, du Penner. Bums. So, leck mich am Arsch. Der Vogelkampf war auf jeden Fall mega nervig, doch, ja. Kann man so sagen. Da hab ich auch echt Zeit mit verbracht. Okay. Also mit den Kügelchen hier, mit den fetten Vögelchen. Ui. Soll man wahrscheinlich eher wirklich das Laufen präferieren. Hopp. Schluck Kaffee trinken. Genau, komm, zieh einfach durch. Pomps. Jetzt auf die andere Seite. Pomps. So. Es sieht jetzt ein bisschen besser aus als beim letzten Versuch. Ich wurde jetzt bisher nur einmal getroffen. Was aber auch unnötig ist, ne? Aber egal. Ja, nur nochmal kurz zur Erklärung. Ich jetzt sage die ganze Zeit mal mit dem Bossen und Astrobot Rescue Mission, bla bla bla. Bei Astrobot Rescue Mission, da gab es auch mit Hilfe von im Weltraum-Kabinus, die man in den Level finden konnte, konnte man auch Bonuslevel freischalten. Und ja, diese Bonuslevel hat dann nochmal zwei Abschlussmöglichkeiten: einmal Silber, einmal Gold. Vielleicht sogar drei, ich weiß gar nicht, wie viel es da gab. Da gab es auch einfach Alter! Einfach nur schaffen. Kann es auch sein, dass das gegeben hat. Und ja, man muss dann quasi auch jeden Bosskampf nochmal erledigen. Und ja, die Goldausführung hat man halt nur dann bekommen, wenn man die Bosse geschafft hat, ohne einmal getroffen geworden zu sein. Und ja, gerade der Kampf gegen den Vogel, der war halt mega lang und umständlich. Und deswegen habe ich den so ein bisschen, ja, noch im Kopf. Und deswegen erwähne ich es die ganze Zeit. Und der gegen den Haifisch, den wir hier noch gar nicht gesehen haben, den Haifisch, der war auch nervig. Ich würde mich jetzt eigentlich als Kugel machen. Aha. Okay, der wird aber nicht zum Stern bisher, ne? Was ist da drin? Horizon, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Mein Banal liegt irgendwo, ne? Voll böse, ey. Einfach 5 Vögel abgeknallt. Komm her. Auf geht's! Pschungs!
Ja, Horizon habe ich den ersten Teil nur gezockt bisher. Forbidden West noch nicht. Aber das war eigentlich ganz cool, das Spiel. Also ich fand es jetzt nicht so, dass das ein überkracher, mega geiles Spiel war. Aber es hat schon Spaß gemacht. Also ich fand es zum Beispiel besser als Days Gone. Days Gone, oh, das weiß ich nicht. Das war... Konnte ich nicht so viel mit anfangen. Aha. Guck mal, Bonuslevel. Gerade vorher davon gesprochen, ne? Was, wie heißt der? Fluffy McFly? Ne, Falcon McFly. Niemand nämlich eine feige Sau. Komm her, komm her, komm her. Alter! Lass mich verarschen, Junge. Oh, mein Gott. Was eine schwere Geburt, echt. Gut, die Münze habe ich auch noch bekommen. Gut, wie gesagt, machen wir jetzt erstmal hier das Bröckel-Bonanza und Junge Buffoon. Wo wir uns denn dem nächsten Level widmen. So. Wow. Gutes Prinzip eigentlich, ne? Fuck you. Achso, ich glaube, die Plattform sollte ich, glaube ich, bestehen lassen, oder? Kann das sein? Wär's clevere? Bin mir nicht so ganz sicher. Komm, mach weg. Alter.